So, meine Freunde der Abrisskunst, wir sind jetzt bei Folge Nummer 10 von Dismantle und es wird jetzt wahrscheinlich die erstmal letzte Folge sein. Wir spielen jetzt erstmal weiter, wir werden auf jeden Fall heute noch hier hingehen und mal sehen, was sich dann ergibt. Und ja, ihr könnt mir jetzt schon mal in die Kommentare schreiben. Oder vielleicht auch am Ende der Folge, ich werde wahrscheinlich das gleiche nochmal sagen, ob wir dann, oder ob ihr mehr hiervon sehen. Ich will immer mit Rechtsklick die Kamera drehen. Das werde ich auch bis zum Ende des Let's Plays nicht hinbekommen. Selbst wenn wir 200 Folgen machen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr hiervon sehen wollt. Oder sagt, ja, schreite voran für ein neues Projekt. Vielleicht auch mal neuere Spiele, die jetzt rausgekommen sind oder rauskommen werden, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht da mal was sehen wollt oder ja, ob wir hier mal weitermachen. Aber erstmal gucken wir uns jetzt hier oben um, was es hier noch so Tolles gibt. Ich bin gespannt. Und dann gehen wir mal zum Verbindungsrelais. Hier ist direkt ein Monster. Unfertiges Haus. Ja, das ist es in der Tat. Okay. Die Sichel eigentlich mittlerweile stark genug? Nee. Vor allem süß, dass es dann auch auf der Karte aufploppt, das unfertige Haus. Das sieht aus, als wäre hier noch was. Da gehen wir mal hin. Ich hätte schwören können, dass hier was ist. Jetzt haben wir die Schaufel nicht ausgerüstet, richtig? Ich hätte was sein können, aber na gut. Oh nein, wieder Schreihals. Oh mein Gott. Wo sind wir denn jetzt? Okay, wir sind immer noch auf dem Weg. Ja. Aua, 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 aua. Das war jetzt gefährlich. Oh, hier sind aber ganz schön viele Gegner. Wahrscheinlich, aber wir können dann halt das Tor freischalten. Was es uns bringt, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich nur ein Shortcut. Nice. Oh mein Gott, noch so ein orangenes Schreiviech. Meine Güte. Na, hier könnten wir noch gucken, ob hier was ist, aber mich interessiert es schon jetzt, ob wir den Weg da frei machen können. Arre! Weil ich will hier jetzt nicht so rumrennen. Hier sind sehr viele Monster. Willst du dich verkackern? Ja, okay. Ich glaube. Oh mein Gott. Jetzt hätte ich gern die Verbände ausgerüstet. Eine Menge verlassene Autos haben die alle noch
versucht, da reinzukommen, bevor das Tor geschlossen wurde. Ja, hier sind auf jeden Fall auch sehr viele Monster. Das könnte sehr gut sein, ne? Oh mein Gott, ja, hier sind sehr viele Monster. Ah, okay, ja, hier haben wir auch schon das Tor. Okay, das zählt nicht. Oh mein Gott. Die vom Tor zählen jetzt. Vielleicht können wir das auch gar nicht aufmachen, bei meinem Glück. Weil das die Dinger sind, die nicht, die noch respawnen. Bedeutet, vielleicht können wir das Tor auch erst aufmachen, wenn wir das Verbindungsrelais da aus und Sender eingebaut haben. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, weil wir kommen ja jetzt gar nicht hier drum herum. Ja, das ist blöd. Okay. Ist hier eine Waffe drin vielleicht? Nö. Okay, das zählt auch alles schon zum neuen Gebiet, sehe ich gerade. Ja gut, dann können wir auch erstmal wieder zurückgehen. Noch einmal vielleicht den... Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Mach das doch nicht. Bitte. Meine Güte. Ja, so kommen wir zumindest zum Bauernhof. Ja, sind wir auch schon da. Nice. Vielleicht ist das Zeug da mittlerweile mal gewachsen. Das sieht doch gut aus. Ah, ist aber immer noch nicht fertig. Wo war denn der nächste Spot? Beim Verbindungsturm. Okay, dann müssen wir so oder so hin. Ist ja nicht verkehrt. Ja, was wir noch machen könnten, ist halt... Aber das, ich glaube, das würde jetzt erstmal den Rahmen sprengen, glaube ich. Auch wenn es... Das sieht hier nach einem Bunker aus. Oder nach dem Fluglandeplatz eventuell. Das ist wieder das Zeitraumkontinuum. Gut, aber gehen wir. Schnelle Fortbewegung. Ich habe eine merkwürdige Energiequelle gefunden. Natürlich im hintersten Gefilde. Ich sollte diese Energiequelle irgendwann mal einen Besuch abstatten. Zeigt Statistiken wie etwa die Anzahl der Monster im Empfangsbereich an. Ja, das brauchen wir erstmal nicht, weil ich finde, das hier ist ja total selten. Also. Erstmal nicht. Schnelle Fortbewegung. Ja, das müsste ja hier sein, oder? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Das sieht auch nach einem Bosskampf da aus, oder? Ach ja, die Monster tauchen ja hier immer noch auf. Warum haben wir EP bekommen? Ach so, wegen Tor öffnen wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Dafür brauchte man einen Experten-Dietrich? Aber was brauchte man hier? Ja, war klar. Natürlich. Tor öffnen.
Finde eine Fluchtkapsel in der Evakuierungszone. Okay. Das sieht vielversprechend aus. Könnte das meine Fahrkarte hier raus sein? Fehlt allerdings noch der Treibstoff. Ah. Brennstoffzellen. Ah, dann wird das hier... Ah, okay. Vielleicht ist das hier auch unser Weg raus. Diese Stelle hier. Weil es könnte jetzt hier auch so eine Evakuierungskapsel gewesen sein. Wahrscheinlich wird da Brennstoff sein. Hundertprozentig. Kann doch nicht sein, dass alle leer sind. Nice. Aua. Ist ouch. Für alles ein Experten, Dietrich? Ernsthaft? Ja, immerhin. Ja, wollen wir mal sehen. Was können wir denn? Ernsthaft? So ungewohnt, dass sie immer noch auftauchen jetzt. Ah, das geht einfach so? Tatsache. Okay. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt auf ein Spektakel tatsächlich zurennen. Aber alles, was passiert ist, ist, dass sich das alles noch mehr erweitert hat. Ah, gut, so entdeckt man natürlich dann alles nach einer Zeit. Na gut, die Brennstoffzellen sind weit weg, aber wenn sie noch intakt sind, dann sollte ich damit die Fluchtkapsel wieder auftanken können. Und dann komme ich endlich von dieser verdammten Insel runter. Okay. Gut, dann gehen wir... War nicht hier... Ach, das war hier. Oh, das war aber auch ein langer Weg. Was haben wir denn hier? Okay. Das sieht schon gefährlich aus. Ja, wir bräuchten noch mehr blaue Kapseln. Ah, genau. Die kann, wenn wir die holen könnten. Warte mal. Ganz am Anfang war doch hier... Hier ist noch ein Radio. Ach, da war bestimmt mit Dietrich oder so. Wo haben wir denn hier die... Hier haben wir noch eine Gruft. War nicht irgendwo noch eine Gruft? Verschlossene Tür, dafür brauchen wir einen Dietrich oder Experten Dietrich. Können wir gleich mal gucken. So, hoppala. Ich muss einmal ganz kurz an die Tür gehen. Aber ich habe noch eine weitere Gruft hier gefunden. Also, ich wusste doch, dass wir zwei auf der Karte hatten. Ich weiß nicht mehr, wir hatten doch schon einmal eine Todesfrequenz eingebaut. War das hier? War das der Verbindungsturm? Falls ja, können wir uns hier auch noch in dem Gebiet quasi hocharbeiten. Beziehungsweise Richtung Brennstoffkapsel gehen. Aber erstmal würde ich versuchen, A, ob wir hier reinkommen.
Und B, ob wir hier reinkommen und das alles schaffen, weil dann hätten wir, dann könnten wir wieder ein paar mehr machen, weil Strom haben wir relativ viel. Dann können wir uns hier auch nochmal umschauen. Das Gebiet ist am kleinsten, das ist ein bisschen ärgerlich, aber hier werden ja auch nicht so starke Monster drin sein. Deswegen gehen wir jetzt erstmal dahin. Und wir gehen zu Fuß dahin, weil da die Gruft auf dem Weg liegt. Oh, ist das laut? Ein Moment. Ach, so. Ja, hier kommen ja die Monster immer wieder. Das ist der einzige Nachteil. Aber gut, aber hier hatten wir die erste Gruft. War jetzt kurz ein bisschen am Längen. Da kommt sie gleich. Wie kommen wir da hin? Fischer, Fischer. Wie kommen wir da rüber? Oh! Bleib hier. Oh mein Gott. Wir müssen ein Blutopfer bringen. Okay, das andere Reh ist wohl da reingefallen. So. Freischalten. Nice. Dann wollen wir mal sehen, was uns hier erwartet. Es geht auf jeden Fall. Nice. Ich denke mal, die werden immer anders aufgebaut sein, oder? Indiana Jones. Ja, die sind anders aufgebaut. Kaputte Stufen. Okay. Zeit zurückspulen. Okay, das ist cool. Nur, dass man immer von da startet. Warte mal. Da muss ich jetzt mal gucken. Ja, dann gehen wir doch so hier lang, oder? Okay, es ist auf Zeit. Oh, okay, es ist ein bisschen komplizierter. Okay, dann muss man es auch noch schnell machen. Aber die Steuerung ist jetzt. Okay. Nein, ich habe doch irgendwie gedrückt. Hoppala. Ernsthaft? Vor allem, ich habe E gedrückt und er hat das einfach nicht aktiviert. Das ist ein bisschen blöd. Ah, fuck. Ja! Nice. Perfekt. Das Monster sah irgendwie schön aus, muss ich sagen. Ich habe es so ganz kurz gesehen, aber ich fand, es ist gar nicht mal hässlich. Oh mein Gott. Du entkommst mir nicht. Ja, ich hatte mir was geschworen. Ich werde zum Reh schlechter. Es tut mir wirklich. Reh und Hirsch schlechter. Ich bin ja auf dem Pirsch, du Hirsch. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich will es doch gar nicht. Oh mein Gott. Es bringt mich einfach zu seinem Vater. Ups. Aber das Fell droppen die nicht so oft. Oh mein Gott. Ich bin tierlieb. Würdet ihr nicht wegrennen, würde es nicht so. Oh. Nicht so schmerzhaft sein.
Wir gehen zu der nächsten. Warte mal, wo lang mussten wir jetzt? Ich glaube, hoch? Ah, da liegt der Blob. Okay. Hallo, ja, ich war laut, ich weiß. Das tut mir ja leid. Ja, können wir eigentlich gucken, ob wir da jetzt. Aua. Ob wir da jetzt rein können? Was haben wir denn hier? Achso, das war mit dem Ausweichen. Aua. Genau. Nice. It's a week since the last working escape pod left. There is still the one pod left, but we have uninstalled the fuel cells just in case. Do not use the pod. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Nein, auf das Radio drauf. Draufhauen. Aha, von beiden Seiten kamen wir da dran. Ist das ein Gefängnis hier gewesen? Interessant. Oh. Boom, boom, boom. Da stand die ganze Zeit Keramik, was ich so. Händedrink gesucht habe. Hier haben wir das Lagerfeuer. Ja, komm. Wir haben keine Messer mehr. Auch wenn die Monster wieder spawnen, ist es ja jetzt nicht so schlimm. Wir können doch bestimmt jetzt. Vor allem. Haben wir hier nichts durchsucht? Hier ist eine Lampe. Gib die nicht. Okay, nur Schrott. Ah. Er hat mich schon wieder getroffen. Ich werde nicht mehr. Erledige 5 nicht mehr menschliche Wesen. Schaffe es in 60 Sekunden. Okay. Oh mein Gott. Nice. Ui, das war aber knapp. 3000 EP nehme ich mit. Ich meine, schnelle 3000 EP ist jetzt auch nicht verkehrt. Juhu. Okay, was haben wir denn noch hier? Es war doch viel mehr eingesperrt, oder? Ah ja, hier. Ups, das ist auch ein Ausrufezeichen. Ja gut, da sind wir jetzt weiter weg. Egal. Wir wollen zur Gruft. Wir gehen zur Gruft. Bitte kein Experten-Dietrich. Nice. Uah. Vergessen, das Seil dran zu machen. Der Fall der vier Könige. Okay. Ist das das Naruto-Zeichen? Oh mein Gott.
Was zum Teufel? Okay, der ist komplizierter. Aber das mit dem Zurückspulen ist blöd gemacht. Obwohl, es geht relativ schnell mit der Ladezeit. Das finde ich jetzt hier schon wieder etwas schwierig. Nein! Hey, wie soll man so schnell agieren? Tschüss. Okay, warte mal, das ist schwer. So oder den drüber schieben, aber ich glaube, so muss es gemacht werden. Wenn ich das jetzt richtig sehe, muss es so gemacht werden. Oder? Nein, das war zu weit. Fuck. So müsste es aber gehen. Ey, die Steuerung ist halt auch sehr ungenau für sowas, ne? Also muss ich jetzt mal wirklich sagen. Ja, die Steuerung ist mega ungenau halt. Das ist das Komplizierte eher da dran. Aber ich denke, das ist so richtig. Ach, fuck, fuck. Oh, ui, das war knapp. Ich dachte kurz, ich habe Zeit zum Überlegen. Okay, warte mal, dann gehen wir jetzt den. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Jawohl. Nice. Gruft abgeschlossen. So wie es sich gehört. Bam ba da da. Bam ba da da. Da da. Da da. Ja, als nächstes wäre eigentlich. Halt, warte mal. Oh mein Gott. Ja, entweder. Okay, ich glaube. Um hier hinzukommen. Ja, entweder kann man hier lang. Oder man muss tatsächlich so lang gehen.
das ist natürlich. Wir können es erstmal. Hier ist auch noch eine Brennzelle. Ja, hier gibt es ja nur einen Weg. Puh. Ich bin immer so überfordert mit so vielen. Ich weiß noch, wo ich Witcher 3 für mich gespielt habe. Ich habe Ewigkeiten gebraucht, weil ich nie wusste, wo ich jetzt... Ich wurde von allem abgelenkt. Ich bin so überfordert. Ich könnte dann einfach nur sabbern auf dem Boden liegen und zittern. Weil ich nicht weiß, wohin mit mir. Ich meine, am Ende brauchen wir ja schon für einige... Also sinnvoll wäre jetzt auf jeden Fall, ich glaube, für das Gebiet so eine Todessequenz zu machen. Und für dieses Gebiet, ja, rein, das ist auch relativ groß. Okay, das ist auch riesig. Wir haben halt nicht so viele und ich weiß halt nicht, wann wir mal wieder auf ein Monster treffen oder so. Ich meine, hier sind mir ja damals eins begegnet, diese Zwillinge. Ich würde sagen, wir gehen erstmal. Komm, wir nehmen erstmal die goldene Mitte. Wir nehmen die goldene Mitte. Wir können da auch relativ flott hinreisen. Dann können wir auch gleich gucken, ob das hier war. Ich glaube schon. Ich glaube, hier hatten wir das Ding eingebaut, oder? Genau, das hatten wir hier installiert. Das ist doch schon mal gut. Dann können wir uns hier rein theoretisch auch noch mal ein bisschen austoben. Vor allem das Gebiet hier ist ja riesig, ne? Also hier ist ja einiges. Und dann können wir jetzt uns, bevor wir uns austoben, gehen wir jetzt, weil wir den WG freigeräumt haben, erstmal hier hin. Und bauen dann hier auch eine tödliche Frequenz ein. Und dann schauen wir mal, weil das Gebiet scheint auch relativ groß zu sein. Also wenn es hier auch noch weitergeht. Weiß es nicht. Gut, wir gehen erstmal hoch. Hä? Habe ich euch nicht erledigt? Interessant. Okay, ich dachte, wir wären sicher hier auf dem Weg. Was soll das denn? Frechheit. Stehen die da einfach rum? Was zum? Habe ich irgendwas verpasst? Haben wir das nicht hier geklärt? Ja, interessant. Okay. Anscheinend nicht. Nein, hatten wir. Ich hatte wohl keine Lust da drauf. Wohin jetzt? Ja, gute Frage. Ich denke mal hier hoch zu dem Verbindungsturm. Wie hier Schnee? Es ist ein Schneegebiet auf einmal. Was ist das denn für eine... Oh mein Gott, wir können jetzt nicht einfach so zum Verbindungsturm, oder?
Es ist lausig kalt hier. Ich sollte mir etwas wärmere Kleidung herstellen. Neue Erfindung, Pelzmütze. Brrr. Wärmflasche, okay. Dann mal gucken. Pelzmütze und Wärmflasche hier. Pelzmütze und Wärmflasche. Die können wir schon mal herstellen. Pelzmütze hier. Oh, die können wir auch. Nein. Das Fell fehlt uns. Aber vielleicht reicht das schon aus, aber ich glaube fast nicht. Das scheint da ja sehr kalt zu sein. Accessoires konnte ich. Jawohl. Oh, Level up. Jetzt geht's aber ab hier. Eins nach dem anderen. Vielseitig begabt. Ja, komm, machen wir das hier. So. Reicht das jetzt aus? Ich habe das Gefühl tatsächlich nicht. Wir brauchen bestimmt noch die Pelzmütze, oder? Nee, die Wärmflasche reicht. Oh mein Gott, die Killerhunde. Oh, es ist so weit. Aber es reicht aus anscheinend. Die Wärmflasche, perfekt. Der Verbindungsturm ist da rechts. Ganz schön kalt hier. Da ist es wieder kälter, okay. Ich will nur zum Verbindungs... Oh mein Gott, okay. Aua. Ah. Ja, ist ganz schön kalt hier. Au, der kam unerwartet. Okay, das ist ein bisschen komplizierter jetzt. Zum Glück ist das direkt hier oben, aber die Monster kommen immer wieder. Fuck. Oh, nice. Er hat aber am Fell gedroppt. Ich finde es gerade tatsächlich kompliziert, weil ich sehe nicht ganz genau, wo hier der Verbindungsturm ist. Hast du mich aufgegessen? Werd nicht mehr. Ganz schön kalt hier. Ganz schön kalt hier. Noch einer? Wo ist der blöde Verbindungsturm? Da ist auch ein Lagerfeuer. Warte mal, wie kommt... Ich glaube... Ich probiere es einfach von der Seite jetzt aus. Ganz schön kalt hier. Okay, hier ist das Lagerfeuer. Ganz schön gefährlich, die Stelle hier. Okay, nice. Das haben wir schon mal. Ich lege mich ja mal kurz hier hin. Und wir brauchen ganz dringend sehr viel Fell. Und dann, hier lohnt sich das ja sofort hier. Aktiviere den Verbindungsturm. Obwohl hier so groß ist das Gebiet gar nicht, ne? Hier ist ja alles leer. Keine neuen Verbindungstürme in der Nähe? What? Tödliche Frequenz, ja. Können wir jetzt machen. Ja, die Brennstoffzelle ist direkt hier oben, okay. Ist schon ein Riesengebiet, aber ein ekliges Gebiet. Es ist kein so großes Gebiet, aber könnte weitläufig sein, weil sehr viele Berge und sowas.
Ich glaube, das ist so der komplizierte Teil. Wir können eigentlich direkt einfach mal hoch zur Brennstoffzelle. Wobei Fell irgendwie schon praktisch wäre. Ich glaube, da oben erfrieren wir, wenn wir nicht das Fell haben. Ganz schön kalt hier. Vor allem wird ihm nicht warm beim Kämpfen. Bewegt sich doch. Ja, ich glaube, wir kommen hier hoch, wenn wir noch die Mütze gebaut haben. Vorher wird das hier, glaube ich, nichts. Ja, wir brauchen die Mütze. Könnte ich mir vorstellen. Vor allem vier, und wir brauchen Fell für so viele Sachen und es kommt so selten. Ich hätte mich damals doch, ich war halt gut, da war ich wieder zu gutherzig, viel mehr auf die Dings fokussieren sollen. Auf die Rehe und Co. Jetzt haben wir den Salat, weil uns das Fell fehlt. Oh, eigentlich wollte ich die Truhe ansprechen, aber na gut. Wohin jetzt? Ja, ich würde sagen, dann bleiben wir erstmal nicht in diesem Gebiet. Das ist ja ein bisschen eklig. Sondern ja, ja, müssen wir hier hin. Das ist noch zu weit weg. Ich würde das sagen, aber wenn das jetzt wieder so ein Schneegebiet ist oder so ein Lavagebiet, wäre schon eklig. Aber wir haben ja jetzt hier den Verbindungsturm direkt, dann können wir kurz da hingehen. Schnelle Fortbewegung hier. Aber vor allen Dingen, wo ist hier der? Der scheint etwas weiter weg zu sein, aber vielleicht kommt man ja schnell hin. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir? Ah? Da, okay. Hier haben wir noch was nicht aufgedeckt, sehe ich gerade. Nice. Es tut mir leid. Immer noch. Oh. Okay, jetzt weiß ich, warum ich das hier nicht aufgedeckt hatte. Ah, ekelig. Einfach nur ekelig. Ja, warte mal. Kommen wir von hier gar nicht dahin? Doch hier ist eine Straße. Eventuell von hier. Das ist aber noch ein langer Weg. Oh Gott, dass hier auch kein Lagerfeuer in der Nähe ist, okay. Ah, okay, das finde ich krass. Also es wäre schon cool, ein Lagerfeuer hier in der Nähe zu haben. Ja, ich spreche das Lagerfeuer kurz an. Ich glaube, das wäre das Nächste, bevor wir da auf dem Weg zum Verbindungsturm sterben sollten.
Was brauchen wir für die Messer? Ich würde die Messer gerne ein bisschen... Nein. Er hat zu viel Eisen. Eisen auch. Oft Mangelware hier. Okay, gehen wir erstmal hier runter. Das Gute ist, es scheint, wir haben hier schon so ein bisschen Vorarbeit geleistet. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir von hier aus dahin kommen. Oh ja. Sieht danach aus. Ratchet-Tanke. Hä? Der hat noch dazu gezählt? Okay, interessant. Die nehmen das aber auch sehr genau. Oh mein Gott, okay. Der Verbindung ist sowieso sehr weit weg. Wir probieren's. Ah, okay. Sackgasse. Oh. Oh mein Gott, ich will da rein. Wie komme ich da rein? Oh. Nice. Okay, nice. Oh mein Gott, der Weg zum Verbindungsturm, der ist ja eklig. Okay, weiter. Ganz schön nice, ja, es war irgendwie klar. Irgendwie klar. Mann! Was brauchen wir nochmal für die andere Kühlkappe da? Verbindung herstellen. Schützt vor Hitze. Das können wir immerhin herstellen. Ja, ich glaube, dann machen wir den Cowboy-Hut, oder? Außer letztes Mal hat der Eisblock eigentlich gereicht. Nimm nochmal Eisblock. Das scheint auszureichen. Da kommen wir jetzt nicht drum herum. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, bist du schnell. Oh mein Gott. Ja, ist gut. Aua. Lass mich doch in Ruhe. Oh mein Gott. Okay. Meine Güte, holy shit. Dabei müssen wir, glaube ich, hier runter. Ist da eine Brücke gewesen? Na, war klar. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man nicht so leicht zu diesem Verbindungsturm kommt. Das ist interessant. Ich glaube, ich muss irgendwo diesen Obelisken mit Energie versorgen. Okay. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war wohl nicht so schlau. Kerl, wie kommen wir denn da hin? Über... Oh. Oh.
Okay. Ich hänge fest. Ist er da einfach reingefallen? Auch nicht schlecht. Oh mein Gott. Ja gut, hier führt kein Weg vorbei. Okay. Boah, wer hat jetzt so gehupt? Ich habe mich mega erschrocken. Ich glaube, das geht entweder durch den... Okay, ganz ruhig. Warum komme ich da jetzt nicht? Geht das nicht von hier aus? Okay. Ich glaube, wir müssen hier durch. Kann das sein? Das sieht richtig aus. Das sieht richtig aus. Ja. Oh mein Gott, der dicke Blob ist hier. Vor allem auch kein Lagerfeuer hier in der Nähe irgendwie. Weil ich bin wahrscheinlich auch dran vorbeigelaufen, um ehrlich zu sein. Ich bin ja jetzt einfach nur durchgerannt. Hätte aber schwören können, dass hier vielleicht ein Lagerfeuer ist. So, die Frage ist, geht es, ich glaube, er geht da weiter, oder? Es geht da weiter. Oh mein Gott, der Blob hat mich... Oh mein Gott. Ja, lesen, nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der dicke Blob ist auch hier. Aua. Ich will auch nur zum Verbindungsturm. Oh mein Gott, hier ist kein Verbindungsturm. Oh mein Gott. Was haben wir denn hier? Okay. Ich glaube, wir mussten von der anderen Seite hin. Das sind so scheiß Wege. Vielleicht hier lang, hier hoch. Einzige Möglichkeit. Oh mein Gott. Ganz schön heiß hier. Aua, ja. Brenzlige Situation. Ernsthaft? Oh mein Gott. Puh, okay. Ich würde gerne die Pille nehmen, damit ich sterbe. Es ist... Ey. Ich habe auch keine Ahnung, wie man zu diesem blöden Verbindungsturm kommt. Mano! Hallo, Blob. Haha, ich habe ihn da weg. Oh mein Gott, ich komme nicht. Oh mein Gott. Boah. Aber dieser Blob ist auch so hartnäckig, ne? Tschüss. Ernsthaft? Jetzt Mann. Siebter Tag am Morgen. Okay, wir sind komplett verkehrt. Ich habe keine Ahnung mehr.
Ich hätte schwören können, dass es hier ist, tatsächlich. Dass wir hier lang müssen. Na egal, hier sind wir in das Lagerfeuer. Ah. Halt, das habe ich gar nicht eingesammelt. Hoppala. Sehr gut. Ja, dann muss es ja doch weiter hier durch sein. Oh mein Gott. Geil wäre noch, wenn man eine Fähigkeit hätte, wo man von Lagerfeuer zu Lagerfeuer hüpfen könnte. Ich meine, es ist ja genauso unrealistisch, von Verbindungsturm zu Verbindungsturm zu hüpfen. Also warum nicht auch von Lagerfeuer zu Lagerfeuer? Aua. Gehe ich erstmal zu dem Lagerfeuer wieder hin. Oh, hallo. was für ein Mistviecher. Ja, dann probieren wir es mal von dieser Seite, ne? Es ist, Reparatur, ja toll. Aber wir können es halt auch nur reparieren, wenn wir auf der anderen Seite sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ernsthaft? Was passiert jetzt? Die gnadenlosen Werfer, oh mein Gott. Ah. Ich komme wieder, ich schwöre. Oh mein Gott. Was? Was haben wir jetzt? Oh mein Gott, jetzt habe ich hier auch noch was Wichtiges gefunden. Vor allem, ich dachte, das wäre der Verbindungsturm. Oh mein Gott. Mist. Hier ist noch ein Bunker einfach. Interessant. Schutzraum. Da muss man ja auch irgendwie hinkommen. Kein Lagerfeuer hier. Wieder ganz schön heiß hier. Ganz schön heiß hier. Jetzt sag... Ich habe keine Ahnung, wie wir rüberkommen. Jetzt sag nicht, wir müssen irgendein... Ich sehe es kommen. Wir müssen für den wahrscheinlich irgendwie hier lang gehen. Oder ich habe echt was übersehen. Aber ich glaube fast nicht. Hundertprozentig. Boah, ist das dreist. Müssen wir ernsthaft? Holy shit. Ja gut, wer hätte auch gedacht, dass es so einfach geht. Jetzt haben wir hier dieses wichtige CPU-Teil und ich bin ja am Arsch der Welt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ernsthaft? Nice.
Der gnadenlose Werfer hat jetzt ausgewurft. Zumindest war hier ein Shortcut, wenn ich das hier richtig... Oh mein Gott, da ist der Blob. Blob. Hier ist auch kein Lagerfeuer. Ey, gut, das Lagerfeuer ist hier, aber... Puh. Oh, hallo? Nicht mal hier eine Brücke oder so. Vor allem, er kann einfach nicht über diesen Stein klettern. Das regt mich am meisten auf. Ach ja. There have been reports of hostile attacks in multiple areas of the island. These are falsehoods perpetrated by antagonistic forces in our midst. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Vergessen, müssen wir noch kaputt machen. Hoffen wir, dass wir Stromkabel daraus bekommen. Nö. Okay, dann nicht. Okay. Immerhin haben wir uns hier ein paar Wege freigeschaltet. Oh, was eine Geburt. Und alles für die Katzen, obwohl nicht ganz. Wir haben diese Werfer besiegt. Das hat sich irgendwie gelohnt, dafür muss ich sagen. So, meine Freunde, ich würde aber sagen, das war's mit dieser Folge. Ja, jetzt ist es wichtig. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollen würdet. Vielleicht werde ich mich dann nochmal hier ransetzen. Weil durchspielen, ich glaube, es dauert zu lange. Vor allem mit meinem Gaming-Autismus. Ich muss alles finden und aufdecken. Und alles nach und nach abarbeiten. Und wir sind noch nicht mal mit diesen Teile fertig. Mir macht es ja Spaß, aber ich, wie gesagt, also Let's Play finde ich es ein bisschen. Natürlich, wenn jetzt solche Sachen passieren wie mit dem Werfer und sowas, und wenn man was Neues entdeckt, was Cooles, ich würde mich nicht wundern, wenn wir hier noch Aliens begegnen oder so. Es macht ja schon Spaß. Es ist ja nicht so, dass ich das Spiel überhaupt nicht mag. Im Gegenteil. Mir gefällt es sogar sehr gut. Nur es kommen jetzt halt immer mehr Spiele raus, die ich halt auch gerne spielen will. Ich glaube auch JRPGs und sowas, und ich würde auch gerne auch noch, auch wenn ich glaube, dass ich es zumindest nicht mit guter Auflösung spielen kann, leider, Diablo 4 spielen. Das kommt nämlich auch am 6.6. raus. Deswegen, ich weiß es noch nicht. Wenn die Nachfrage groß ist, habe ich kein Problem damit, das hier gerne weiterzumachen. Und wenn es wirklich vereinzelt immer so ein paar spezielle Folgen sind, die wir dann immer mal zwischendurch einschieben, dann mal immer so ein Stündchen hier eine lange Folge mal machen, so eine Stunde, und dann ein bisschen quatschen, was aufdecken, können wir auch gerne so handhaben. Aber schreibt mir bitte erstmal gerne in die Kommentare, ob ihr überhaupt meint, dass es sich lohnt, hier vom Meer zu sehen. Ich kann mir vorstellen, dass einige das gerne sehen wollen würden. Ja. Wenn euch das kleine angetestet, ich nenne es jetzt nicht Let's Play, bis hierhin gefallen hat, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Lasst ein Like, da würde mich freuen. Und abonnieren, falls ihr es ja auch noch nicht getan habt. Sage ich sehr selten. Ja, macht's gut.
Mir hat es bis hierhin auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Jetzt erstmal was essen, ich habe Hunger. Macht's gut, meine Freunde.